Es läuft quasi alles viel zu gut. Wir sind heute noch nicht gestorben. Wir haben Challenges geschafft, von denen ich dachte, ich werde es nie schaffen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Blue Bomber. Kann ich nicht schaffen. Unmöglich. Unmöglich. Absolute Müll-Challenge. Wir sind Blue Baby. Sind zwar unsterblich, was Bombenexplosionsschaden angeht, aber das war's. Wir haben keine Tränen. Das ist nie gelogen. Brother Bobby haben wir nämlich. Oh, das ist nett. In der Challenge geht es darum, viele Herzen sammeln und aufpassen. Und noch eins. Geduld mitbringen. Na gut, kriegen wir wieder. Alles gut. Kein Itemraum oder so. Alles gut. So, was muss ich dir zahlen, dass du zu mir kommst und mir alles mit Lost machst? Lass dir was einfallen, Apex. Weißt du, was das Schöne ist an Steam? Ich müsste nicht mal dafür zu dir kommen, um dir das zu machen. Das heißt, theoretisch ist es nicht unmöglich. Was freue ich mich auf Lost? Ohne Witz, Lost wird übelst geil. Lost ist der Hammer. Also, wer meine Nvidia Runs mit Lost gesehen hat, der weiß, warum ich Lost seit Afterbirth übelst liebe. Und ich, deswegen will ich jetzt auch unbedingt noch, dass wir die Donation-Maschine im Greed-Mode natürlich voll machen. Weil dann einfach alles so geil wird. Wir müssen diese Challenge übrigens bis Teufel machen. Für alle, die das noch nicht wissen. Amnesia. Ach, das interessiert mich nicht. Oh! Ganz ehrlich, alles, was irgendwie Begleiter Schaden macht, das ist geil. Seraphim macht doch tatsächlich Godhead Tränen. Alles, was extra Schaden ist, wird mitgenommen. Kein Problem. Again? Moment mal, aber Knife geht auch nicht, wenn ich... Also geht nicht, wenn ich verbundene Augen habe, ne? Es wäre zwar trotzdem Damage Up, weil ich halt gegen die Gegner rennen kann. Ja, warum eigentlich nicht? Ah, shit, da ist Scheiße. Ich habe da gar kein Messer. Doch. Oh, Scheiße. Okay, never mind. Scheiße, ich dachte, das Messer wäre zumindest da. Ich könnte es nur nicht schießen. Ja, gut, never mind. Ja, damit habe ich mir eventuell den Run versaut. Aber nur eventuell. Schade, ich hatte so viel Leben. Das hat mir eigentlich gerade gefallen, dass ich so viele Leben hatte. Ich hatte das anders in Erinnerung. So, hier kann ich froh sein, dass ich ein paar Begleiter habe. Ja, ich glaube, ich habe das so ein bisschen verschissen. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm. Die Challenge kann ich auch neu starten, wenn es ist. Klar, um den Begleiter wäre es ein bisschen schade, durchaus. Aber es wird mich noch nicht umbringen. Also das Einzige, was mich umbringt, war jetzt die Idee, dass ich das anders in Erinnerung hatte. Oh, oder sowas bringt mich zum Beispiel um. Ich habe hier nicht genügend Range, weshalb ich unbedingt die Begleiter... Also, dafür ist im Übrigen Brother Bobby da. Weil du an manche Gegner kommst du wirklich nicht. Das Messer um mich herum, also, das Dagger, das würde gehen, ja. Das ist keine Träne, das ist ein Begleiter.
Ja, Brother Bobby ist wirklich nur dafür da, dass du, wenn du an Gegner kommst, die du nicht erwischen kannst, egal was passiert, dass du trotzdem die Möglichkeit hast, den Raum zu schaffen. Oh, echt jetzt? Jetzt screwen mich die Pilze. Wow. Ja, war wahrscheinlich ein bisschen doof. Quasi so kann man sein Balls of Steel auch vergeuden. Yep. Das war doof. Ich dachte aber wirklich, dass ich das Messer dann zumindest an mir dran hätte, dass ich es nur nicht schießen kann. Passiert. Ja, ich sag ja, ich hätte auch damit gerechnet, dass es da ist, ich es noch nicht nach vorne schießen kann. Das war auch meine Theorie. So kann man sich halt irren. Damit die Challenge wahrscheinlich nicht zu leicht wird, gehe ich mal schwer davon aus. Aber alles gut. Das macht jetzt nicht so viel. Nein, du kannst Brimstone nicht nutzen. Du hast verbundene Augen. Wie soll das gehen? Oh. Boah. Ganz eklige Champions-Version. Holy shit. Also, wenn ich hier Pech habe und ersetzt seine komische Suppe, dann habe ich ein Problem. Ja, das meinte ich. Das meinte ich. Haben wahrscheinlich schon verschissen. What? Naja, noch nicht, aber... Oh ja, ist echt so, ich bin so dämlich. Ich spiele gerade nur fahrlässig, weil ich so blöd war und meinen Run eh verschissen habe. Deswegen. Ich kann den Run nicht mehr schaffen. Deswegen ist mir gerade so ein bisschen Scheißegal-Stimmung. Aber wenn es dich so stört, gehe ich natürlich selbstverständlich für dich gerne noch in diese Räume rein. Okay. Ja, hey, wow, warte mal. Ach, fuck. Mann, wie geht das? Wie können die mir Schaden machen? Oh mein Gott. Da komme ich jetzt natürlich nicht ran. Ach, Mann, ich will aber dahin zu dem Soulheart. Mist, 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 Mist. Oh. Wo wir wieder bei Gegnern sind, die ich nicht. Ah, doch, die erwische ich sogar noch. Okay. Na, aber wir wissen, es gibt definitiv Gegner, die kann ich nicht erwischen. Gib mal eine gute Karte. Ja, von mir aus. Ja, das ist alles gar nicht so schlecht. Ah, man muss hier mit... Oh, scheiße, das war eine dumme Idee. Das auch. Ja, ich bin... Das war alles echt ziemlich dämlich, muss ich zugeben. Okay, pass auf. Es wäre jetzt sehr schade. Ja, das wusste ich auch, dass der Investor von 60, die nicht übernommen hätte, hätte er gewusst, dass die leider schon seit sehr vielen Jahren sehr tot sind. Tradition, denkt man sich, ne? Tradition, Herz, pipapo, aber manchmal halt dann doch nicht, ne? Also, nicht in der Situation, in der sich der Investor befindet. Wenn man ganz ehrlich ist.
Denn für den Investor ist Tradition diesbezüglich ja egal. Er weiß nur, dass es Tradition ist. Und sowas wird dann natürlich gerne gefördert. Oh, scheiße, was ein richtig räudiger Raum, oder? Oh mein Gott. Ja, ganz ehrlich, GZ, sorry, aber Brownie... Brownie ist genauso einer der Bosse, die du nicht erwischen darfst. Nein. Brownie ist einer, den du nicht erwischen darfst. Ich würde natürlich die Challenge gerne nochmal angehen. Wie gesagt, maximal dreimal versuche ich die wieder. Die Challenge geht mir zumindest nicht ganz so hart auf den Sack wie die Guardian Challenge, weil hier, und das ist halt wie es ist, hier kommt es auf Skill an. Den habe ich gerade nicht mitgebracht, indem ich schon das scheiß Knife genommen habe. Und dann natürlich auch nicht mehr so gut das zu Ende gespielt habe. Aber hier kommt es auf Skill an, hier bin ich gefordert. Bei Guardian ist es Luck. Pures Luck. Warum ist es bei Guardian pures Luck? Weil es Luck ist, was für ein Boss kommt. Weil es Luck ist, was für Räume kommen. All das... Ganz einfach. Der Boss an sich ist zum Beispiel auch ziemlich kacke, weil er Homing Shots hat. Aber das ging zum Beispiel. Aber gegen Brownie zum Beispiel gerade war halt echt keine Chance. Da kannst du machen, was du willst. Mit dem Build-Up in der Challenge kannst du Brownie nicht schaffen. Außer du hast halt Leben des Todes. Aber dann sind die halt danach auch weg. Was kann man für diese Challenge gebrauchen? Das... Mr. Boom-Item, das Explosionsschaden erhöht. Ich nehme mal an, das stackt mit Kamikaze, oder? Pin ist jetzt auch so ein Gegner, für den du ein bisschen Geduld brauchst. Da er sehr früh sehr hoch kommt, ist das okay. Oh, nee! Oh, das geht sich aus, das geht sich aus. Ja. Das Problem bei Krampus ist, es ist völlig egal, was droppt. Es ist scheiße für dich. Devil. Gut, jetzt habe ich 12 Bomben, 24 Bomben. Nicht, dass das relevant wäre, aber okay. Oder dieses Bomberman-Item. Ich meine auch, dass das nicht stackt. Bin aber nicht sicher. Das müsste man mal schauen. Ah, Wrath. Wirklich? Wrath? Während ich gegen Bomben immun bin? Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich sage, jetzt spiele ich wieder ganz ordentlich. The Soul wäre definitiv ganz geil. Oder, wie ich es so gerne sage, The Relic. Aber wo und wann soll The Relic schon droppen? Höchst unwahrscheinlich. Aber wenigstens finde ich die Blue Bomber Challenge echt interessant. Und das schaffen nicht viele Challenges, dass ich das echt interessant finde. Warum ich mich nicht durchspringe, das ist ganz einfach. Ich muss es den Blue Bomber trainieren. Vom Durchsprengen kann ich mir nichts kaufen. Ich muss schauen, dass ich den Blue Bomber schaffe. Ich muss bis zum Teufel kommen damit. Und das tue ich nicht, indem ich mich einfach durchsprenge. Und am Ende dann versuche, mein Bestes zu geben. Sondern ich versuche, den Blue Bomber jetzt zu lernen. Und wie man sieht, beherrsche ich ihn jetzt deutlich besser als gerade noch. Damit ich es überhaupt durch die Shoal schaffe. Weil durch die Shoal schaffen
Das ist die wahre Challenge. Satan selbst? Ah, das ist easy. Aber durch die Shoal, also überleben, das ist ein Knüller. Jetzt gibt's ein Devil-Item for free. Pentagramm meine ich aber stackt nicht mit. So, wenn ich natürlich sehe, zum Beispiel, ich bin in der Sackgasse oder so, ja, dann kein Problem. Dann werde ich... Oh, siehst du, dann screw mich wieder die Pilze. Warum? Es ist so eine Geschichte einfach. Achtung. War so klar, oder? War so klar. Allein, dieser eine Pilz gefühlt motiviert mich schon wieder. Demotiviert mich schon wieder. Oh mein Gott. Okay, gib mir die Stopwatch. Wo kriegen wir jetzt noch 9 Coins her? Da kriegen wir 9 Coins her. Hab ich gefragt? Ja gut, das habe ich, aber... Okay. Die richtige Watch wäre mir natürlich noch um einiges lieber gewesen, aber ich gebe mich damit zufrieden. Das ist ziemlich beschissen. Okay. 3 Herzen. Squeezy ist perfekt. Und jetzt gib mir Trinity Shield oder so. Trinity Shield, ich würde feiern ohne Ende. Das ist Holy Light. Holy Light ist halt so meh. Holy Light ist, wie ich es seit neuestem ja lieben gelernt habe, sehr geil. Aber nicht mit Blue Bomber. Und das wird dann ein Problem. So, hier zum Beispiel irgendwie durchsprengen können, weil ich weiß, es geht hundertprozentig weiter. Hier kann ich mich auch durchsprengen, weil... Pass auf. Ich mir nahezu hundertprozentig sicher bin, dass es da lang gehen wird. Nicht unbedingt da lang. Okay, das ist schon wieder scheiße. Okay. Bist doch durch. Nicht? Hi, guck mal. Siehst du, ich sag doch, hier geht's 100% lang. Dass ich natürlich jetzt das verkackt habe ein bisschen, ist meine Schuld. Oh, nö. Sag mal, was wird denn das? Willst du es essen? Passage ist ganz gut. Ach, scheiße, ich hätte es verdoppeln müssen. Hätte ich 2 Soul Hearts haben können. Ja, ich glaube, Passage ist ganz gut. Kann ich eine Ebene skippen? Wisst ihr, warum Passage sehr geil ist? Ich kann Idlif skippen. Ich kann ganz trocken Idlif skippen. Ja, ist okay. Weil Passage bringt dich ab der Womb 2 immer automatisch in die Shoal.
Da will ich eh hin. Easy. Aber erst mal so weit kommen und dann reden wir weiter. Und das wird schwer genug. Gott sei Dank sind die verlangsamt. So, sobald ich falsch bin, spreng ich mich raus. Das ist zum Beispiel so ein Raum, wo ich mir denke, das ist ein Geschenk. Hier kann nicht viel passieren. Hier kann ich ein paar Schlüssel verbraten. Ich brauche keine Schlüssel. Das ist noch Schatten. Nein! Gut, das war's mit dem Schlüsselbettler. Dann geht's wahrscheinlich sogar tatsächlich da drüben weiter. Nee, habe ich ja schon gesagt. Hier geht's nicht weiter. Das ist ja Quatsch. Da kannst du wenigstens nur noch links lang gehen. Fuck. So wenig Schaden wie irgendwie möglich nehmen. Shop. Ja, komme ich eh noch hin. So. Das ist ganz cool. Hier kann ich mal wieder einen Raum machen. Das werde ich ignorieren. Das mache ich nur... Okay, pass auf. Hier ist jetzt Folgendes interessant. Wir sind Deaths 2. Im Shop kann was sein, was mir gefällt. Ich weiß, wo der Shop ist. Weshalb ich es machen werde? Im Shop ist nichts, was mir gefällt. Tja. Hätte ja sein können. Ah, warte mal. Hat sich letztendlich trotzdem gelohnt, weil ich ein Zollout bekommen habe. Wir sind bei Mom. Gefühlt wäre Mom-Skippen schon geil, aber Mom-Skippen wäre nicht so effektiv wie Idliff-Skippen. Deswegen tun wir das nicht. Oh. Uiuiuiui, das wird sich ziehen. Oh, doch nicht. Das war gerade. Waren gerade zwei ziemlich nice Bomben. Zugeben, das war nicht schlecht. Oh, wie geil Wafer wäre. Warte mal. Wenn ich jetzt Wafer nehme und Ivers zünde, komme ich dann nicht trotzdem weiter? Scheiß auf die Niere. Wafer. Wenn ich jetzt Wafer nehme und Ivers zünde, komme ich dann nicht automatisch weiter? Dann würde ich sogar fast sagen, ich mache lieber It Lives. Wie? Nein. Hallo. Das ist ungefähr best for business. Ich würde ja wirklich gerne Ivers... Hallo. Würde wirklich gerne Ivers behalten, einfach nur um It Lives zu skippen. Aber wenn ich das jetzt nehme, nehme ich nur ein halbes Herz Schaden in der Shoal. Das wäre gut. Kann man ja nicht ahnen, dass man Herbert noch gebrauchen kann, weißt du? Egal, wird gemacht. Ich bin raus. Scheiß drauf. Ich nehme jetzt nur ein halbes Herz Schaden. Und das in der fucking Womb. Und das ist gut. Das ist verdammt gut.
Achtung, Gegner sind ja, das ist klar. Kein Bock auf den Raum, kein Bock auf den Raum. Ich weiß, wo es lang geht. Passt. So, wir sind jetzt in der Wump. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Und dann renne ich natürlich gegen den Haufen. Oh. Fuck. Okay, das ärgert mich jetzt gerade sehr, falls man es bemerkt. Na klar. Keine Chance. Ich habe verloren. Sorry, aber es ist ein Boss. Gesundheit. Ja. Es ist ein. Das, wo ich wieder beim Thema Glück wäre. Was willst du gegen diesen Boss machen? Du kannst nicht an ihn ran. Man hätte für die Challenge noch fliegen müssen. Dann wäre es einigermaßen okay gewesen. Aber solange du nicht fliegen kannst, hast du verloren. Ich wäre schon längst tot. Wäre da jetzt Judas Shadow gewesen, Abandon, das hätte mich alles gesaved, das tut mich leider nicht safen. Schade, war ein guter Versuch. War ein guter Versuch, Leute. Aber das jetzt zu schaffen, wird sehr schwer. Wo wir wieder bei Gegnern wären, die ich nicht töten kann. Ja, fuck it. Oh, wir sind genau richtig. Das Problem ist, It Lives wird halt leider nicht leicht. Ja, Moment, der Crockett! Ja, warte, 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 warte. Scheiße. Mann, ich mach keinen Schaden. Wie willst du das machen? Alter, wie willst du das machen? Vollkommen, vollkommen vergessen, Alter. Alter, ab zu Hasch oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Pizza Warrior, Wolf und Isaac am Abend, göttlich, ja, ich weiß, Pizza Warrior, aber das ist gerade echt nicht leicht. Das ist gerade echt nicht leicht. Zwei Herzen. Dankeschön, Mann, auf dich. Okay, Soulheart. Wäre auch zu schön gewesen. Es wird sehr schwer. Ich gucke mir jetzt jeden Raum an. Oh oh.
fuck, 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 einfach fuck. Was für Hurensohnräume. Also, sorry, aber Satan auch noch so schaffen, das wird sehr schwer, ne? Hohohoho. Bitte sag mir da. In Gegner rein. Ja, das war's. In Gegner reingerannt. Schade. Schade. Nee. Nee. Ein Soulheart. Gib mir ein Soulheart. Soll ich das denn schaffen mit nur einem fucking halben Herz? Ich weiß, dass die dritte Phase kein Problem ist, aber... Wie wär's mit 1 und 2? Alleine, also 1 geht vielleicht auch noch. Aber 2. 2. Ich brauch nicht nach Secret Room suchen. Wo soll der sein? Ich müsste Räume klären, das kannst du vergessen. Er ist geslowt. Vielleicht mache ich hier echt ein Wunder wahr. Der Typ ist geslowt. Das ist krass, oder? Alter, das ist kein Scheiß jetzt, ne? Wer sagte vorhin nochmal, wir kennen doch den Wolf, wenn man denkt, er verkackt, macht das mit einem halben Herz? Oh mein Gott! Nee, du willst wirklich nicht wissen, wie mein Herz schlägt, Alter! Das Adrenalin in der Phase 2 war ungefähr over 180. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mir dreht's gleich alles. Mir dreht's gleich alles. Oh mein Gott. Max, du musst dich jetzt leider doch in Schlaf weinen. Holy shit, Mann. Oh mein Gott.
Das war amazing. Das war einfach nur amazing.